Oh. Schon wieder ist meine Eliteeinheit von Idioten ausgetrickst worden. Jack war schwach. Er hat versagt. Ihr werdet nicht versagen. Geht zu den Kasernen in Chains. Mein Informant hat mir versichert, dass eine kleine Gruppe dieser Rebellen plant, den Duke zu befreien. Ihr Angriff steht unmittelbar bevor. Ja, Sire. Ich werde euch nicht enttäuschen. Glass, warum hast du mir nicht von dem Zwischenfall in deinem Palast berichtet? Ich dachte, deine Zeit sei zu kostbar, um sie mit derartigen Kleinigkeiten zu vergeuden. Du wagst es, deinen Vater anzulügen? Hast du vergessen, wie groß meine Macht ist? Nein. Es hat einen Einbruch in die geheimen Gemächer meines Palastes gegeben. Aber ich bin sicher, Drago hat sämtliche Eindringlinge vernichtet. Und die magische Kugel? Ist sie in Sicherheit? Ich weiß es nicht. Was? Wie kannst du das nicht wissen? Oh Gott. Versuch es und ich werde dich töten. Auch wenn du 100-mal meine Tochter bist. Findet die Eindringlinge und wenn sie tot sind, schafft mir ihre Leichen her, wenn ihr mir die magische Kugel bringt. Ihr wagt es, mich anzustarren? Also der Kerl ist absolut unbarmherzig und wir hatten recht mit der Vermutung, dass das Verhältnis zwischen ihm und seiner Tochter im Grunde im Arsch ist. Er hat seine nächsten Elite-Soldaten losgeschickt. Khan, der da weitermachen soll, wo Jack vermasselt, versagt hat. Ich denke, wir müssen es uns zunutze machen, dass Glass und Silver mehr oder weniger zerstritten sind. Wir müssen jetzt sowieso zurück, weil wir diesen Endboss noch besiegen wollen. Dann gehen wir die andere Seite lang. Aber wirklich krass, wie der Typ drauf ist. Ich kann es immer nur wieder sagen. Da haben die sich wirklich die schlechtesten Eigenschaften, die ein Mensch haben kann, zusammengesammelt und in Silver vereint. Ich meine, damit wird er keine Krone für den ausgefeiltesten Charakter gewinnen. Weil er doch als Bösewicht relativ profillos ist. Er ist halt böse, weil er böse ist. Ich persönlich versuche immer, solche Bösewichte zu vermeiden, aber es ist halt der traditionelle Schurke, sagen wir es mal so. So, hier unten erwartet uns auf jeden Fall irgendwas. Was weiß ich noch nicht, aber irgendwas ist es. Berichtet mir. Ich unterbreche dich nur ungern, aber ich tue es. In den Kampf und zum Sieg. Ich hasse Fliegen. Ich hasse sie so sehr. Hey, kennen wir den nicht schon? Gegen so ein ähnliches Vieh haben wir doch jetzt schon gekämpft. Okay. 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 Wie wär's mit Erde? Erdzauber? Außerdem braucht David Heilung. Wow. Ja, der ist im Grunde genauso wie dieser komische Minotauren-Boss. Autsch. Mit dem Unterschied vielleicht, dass der hier wesentlich stärker ist. Aua! Aua! Jack, du musst leben! Oh Gott. Oh Gott. Jetzt habe ich ein
Oh ja, ich habe ein deutliches Problem. Warum kann ich... Warum? Nein! Nein, ich möchte sie wiederbeleben. Ich kann nicht gewinnen. Es ist aus. Es ist aus! Ich hätte niemals gegen diesen Gegner kämpfen dürfen. Wogegen ist er denn allergisch? Gegen Feuer bestimmt. Alles ist gegen Feuer allergisch. Wie? Warum konnte ich diese Fähigkeit nicht einsetzen? Wie wäre es mit Eis? Null? Blitz war es auch nicht. Erde auch nicht wirklich. Da muss es Feuer sein. Es muss Feuer sein. Ja! Dieser Kampf ist so nicht lösbar. Was soll ich denn machen? Äpfel fressen. Es ist nicht zu fassen. Es macht überhaupt keinen Schaden. Ja, ich zeige, dass ich auch kämpfen kann. Und absolut in die richtige Richtung schlage. Karton. Karton. Ach komm. Das hat so keinen Sinn. Ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich habe nicht gedacht, dass der jetzt so stark ist. Tatsächlich ist er aber so stark. Deswegen nehmen wir jetzt hier auf ein Schild rein. Und heilen unsere Charaktere vorher mal ein bisschen. Was nimmt Tiaro denn mal rein? Erde. Erde hat noch am ehesten Schaden gemacht. David kann noch mal so einen Stärketrank trinken. Und eigentlich auch so einen Schutztrank. Hoffentlich wirkt das jetzt beides zusammen. Ja, betet ruhig euren König an. Ich werde ihn zerfetzen. Eigentlich macht irgendwie gar nichts gegen den Schaden, kann das sein? Super. Bester Augenblick ever. Nein, David. Okay, Chiaro hätte ich in diesem Kampf eigentlich gar nicht gebraucht. Boah. Immer diese Spontanzauber. Kann ich meine Fähigkeit bald mal wieder einsetzen? Autsch. Chuck braucht einen Hühnerschenkel. Wir müssen uns mit Nahrung eindecken, auf jeden Fall, von unserem Geld. Was sollen wir damit sonst machen? Fuck. Jetzt wird es knapp, aber er musste auch schon viel einstecken. Was ist denn, wenn ich das mache?
Nein, das macht einfach keinen Schaden. Autsch. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ist Käse? Ist Käse? Ist Käse? Ist Käse? Denn Käse ist gut. Ist Käse? Denn Käse ist gut. Ist Käse? Ob Gouda oder Leerdame oder Cheddar. Ist Käse? Käse ist gut. Nein! Jack, du unglaubliche Trantüte. Abhauen, 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 abhauen. Und zwar schnell. Angriff! Fucking Bitches! Ich ignoriere jetzt einfach alles und schlag einfach drauf! Ja! Ja! Uah! Harter Kampf. Ich bin überrascht, dass die magische Kugel noch da ist, wo Silver sich in der Kloake doch ganz wie zu Hause fühlen müsste. Säurezauber. Also die sechste magische Kugel, es fehlen nur noch zwei. Das ist schon mal gut. Wer hätte gedacht, dass wir so schnell vorankommen? Zumal wir jetzt wieder einen Levelaufstieg erreicht haben. Ihr seht das an unserem Leben, wie unglaublich viel das ist. Also David hat jetzt über 1000. Jack ist bei 1300. Ach, da kommen wir dann raus. Und dann könnten wir quasi direkt zu den Kasernen. Das machen wir jetzt aber nicht. Denn wir haben da vorne noch diesen anderen Weg gehabt, der irgendwo hinführt. Aber wo, das wissen nur die Götter. So, den Säurezauber werde ich natürlich auch ausprobieren. Macht wahrscheinlich Giftschaden. Sollte aber in der Kanalisation nicht allzu wirkungsvoll sein. Das nehmen wir hier alles mit. Wir werden uns eindecken wieder mit Nahrung. Wir müssen auch die besseren Nahrungssachen jetzt kaufen können. Das müssen wir sowieso machen, wenn wir in die Kaserne wollen, weil es nicht ganz einfach sein wird. What the fuck? Ja, ihr seht ja schon am Schaden, das ist nicht die Welt. Ah, cool. Das ist quasi der Zauber, den der Boss eben konnte. Das ist die andere Variante des Säurezaubers. In diesem Fall muss ich jetzt mal eben Blitz nehmen. Wow! Der Blitzzauber hat ein Upgrade erfahren. Ist das nicht der Zauber, den Fuge auch eingesetzt hat? Warum kann er das ohne Kugel? I don't get it. Auf jeden Fall, ihr seht es selbst, es fehlen noch zwei Nahkampfwaffen. Weiß ich noch, was das für welche sind? Das eine weiß ich, aber das zweite nicht. Wow. What the fuck? Also hinter dieser Attacke steckt ein gewaltiger Wumms. Wo gehen wir hier überhaupt hin? Ja, war ja klar. Thank you.
Ich weiß echt nicht, wo das hinführt. Vor allen Dingen so weit einfach. Spinnen. Heiliger Mana-Tür, wo kommt man hier raus?